Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute mal zu einem kleinen, ja ich nenne es mal Random Video, weil ich habe für heute kein Video vorproduziert. Und da dachte ich mir halt, ja ich öffne da mal ein paar Kisten und erzähle mal was dazu oder generell, ich erzähle halt mal irgendwas. Wir machen mal Gamma 2 Kisten auf, ich habe glaube ich 24 Stück. Und je nachdem wie viel es mich halt freut zum Aufmachen, mache ich halt mal auf. Warum Gamma? Ja, ich predikte noch immer von Gamma, also von Emerald, wo die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Und wobei ich bezweifle generell, dass ich jetzt Knife dabei ziehen werde, weil ich ja vor zwei Wochen, glaube ich, mit Matthias zwei Gamma Knives geunboxed habe aus der Gamma 1 Kiste. Sound Bayonet Freehand Factory New und M9 Bayonet Black Laminate. Und dem bin ich da jetzt nicht wirklich zuversichtlich. Der erste Skin ist schon mal blue. Und zwar der Grund, warum ich heute gar nicht kein Video vorbereitet habe, ist ja, dass ich momentan etwas krank bin. Also ich bin gesundheitlich fit. Könnte sogar minimal wäre sein. Und ja, ist aber minimal wäre. Mal gucken, was diese Wert ist. Und am Wochenende habe ich ja Bieber Stream geguckt, die vollen 24 Stunden. Also ca. 2 Euro. Vielleicht hat mich auch der eine oder andere von euch gesehen bei den Donations oder Top Donatoren. War ich ja auch kurze Zeit dabei, über bei den Top 10. Weil ich ja halt auch aufs Emerald geklickt habe. Wieder Blue. Und vorhin war ich halt noch überlegen, was ich dann heute machen soll, ob ich vielleicht einen Overwatch mache. Da habe ich halt auch zwei gemacht, aber es war eigentlich auch ziemlich uninteressant. Der erste war halt, hatte ich gehackt, hatte keinen Rolex, keinen Aimer oder nichts. Und sorry, vielleicht hört man es halt auch auf meiner Stimme, dass ich da etwas verstanden bin. Ja, das ist jetzt die besten Skins. Und was soll ich jetzt sagen? Ja, und beim zweiten Overwatch, was ich dann gemacht habe, waren einfach nur zwei Dudes, die sich einfach nur im Spawn in meinen Kreis gedreht haben. Also, wenn ich mal ein Rank oder so, habe ich halt dann einen Report für Briefing gedrückt und fertig. Battleskin. Wie auch immer. Also das Dead Brick AK wäre halt nice. Ich würde jetzt bei knapp 100 Euro liegen. Schon wieder die EMP. Weil eigentlich hatte ich ja für heute ein anderes Video geplant gehabt, damit bin ich ja nicht fertig geworden. Das wird dann wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch kommen. Die sieht ja fein aus. Ja, ist auch fein. Und Sonntag kommt dann die Auflösung vom Giveaway von der Hyper Beast. Alles klar mit. Nein, 1 Euro. Ich weiß nicht, wer das so behindert ist. Dass er mir 31 Euro kauft. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Ja, am Sonntag kommt das. Schön wieder die OP. Die Auflösung von dem Giveaway, was ich momentan habe. Oder habe ich die Hyper Beast. Und viel testet. Das seid ihr momentan, also teilweise richtig fleißig am Kommentieren. Ich glaube, wie viele Kommentare sind jetzt schon unter dem Video? 450. Also wenn da wer die AFP gewinnen will, muss der noch ordentlich kommentieren, weil das sind ziemlich... Ja, gleich, also... Da gibt es keinen, der was das wirklich einen Vorsprung hat bis jetzt. Was sind denn noch? Was ist seit Mittwoch? Paar Tage. Ey, voll die Blue Streak. 11 Blue Skins. Wenn ich sie mal Purple kommen würde. Weil sie sind halt auch alle scheiße. Ich bin auf die 18 Beetle. Das
der Chatpin ist, glaube ich, schon 20 Euro wert. Ich war halt auch vorhin wieder am überlegen, ob ich das Gamma 1 oder Gamma 2 aufmache. Und jetzt für Gamma Knives habe ich ja letztens durch Gamma 1 Kisten gezogen. Bei Gamma 2 habe ich halt nicht so wirklich Luck. Selbe wie bei den Chroma Kisten damals. Wenn nur Chroma 1 und Gamma 2 war. Hey, warte, der ist der Purple. Das Chroma 2 habe ich immer, also nie wirklich aus dem Kisten gezogen. Ich nehme wieder mal eine DM41S Hyperpiece. Am besten dann Battles Card oder so ein Shit. Dann habe ich halt auch mal nicht so viel gemacht mit lauter Chrom 1 Kisten oder so. Werden mit 40 Chrom 1 Kisten oder so. Und da war dann auch mein erstes Chromanet dabei. Das Bayonet Doppler aus Phase 4. FN. Also bis jetzt ist das Case of Benning ja richtig scheiße. Ich probiere nochmal eine Blind Edition, also dass ich jetzt Schlüssel benutzen, also die Augen zumache und dann Schlüssel benutzen drücke. Weil da lacke ich normalerweise in den meisten rein, habe so wie auch schon mal 3 Knives geunboxed. Das hört sich scheiße an. Und das ist blau. Aber es ist auch wieder FN. Das gibt's ja nicht. Wie viel Kisten hast du? Da könnte ja wenigstens mal ein Pink-Item kommen oder so. Oder ja, Purple. Sie besitzt der Blau. Ja, einmal Purple. Oder eine Farmer, die wäre halt auch nice gewesen. Aber und wäre halt jetzt so auch nicht viel wert, aber es wäre halt zumindest mal rot gewesen. Aber halt ein Knife und so könnte halt mich wieder voll rausreißen. Und ne AK, das ist der Typen. Der Monster, die sieht nicht mal so schlecht aus, mir gefällt die sogar. Und mir gefällt es jetzt auch nicht wirklich so gut, dass ich sie jetzt kaufen würde oder so. Oder irgendwie traden. Da bin ich halt mit meiner First. Bin mal zufriedener. Ey, was ist da los? Ist ja nur blau. Und die letzten drei Kisten. Wenigstens einmal pink. Es ist ja nur blau. Ich glaube, das ist dann schon ein zweiter. Ja, ein zweiter Purple, sonst der Blau. Wow. Oder hätte ich sogar noch eine Gamma 1. Aber jetzt habe ich keinen Key für die zum Öffnen. Sehe ich gerade. Alles klar. Dann werde ich hier mal kurz einen Cut machen und mir dann noch ein Key holen für die Gamma 1. So Mates, bin jetzt wieder da. Ich habe kurz da ein paar Blue Skins gesellt. Das ist ein Bastet FN Blue Skins, genau. Dass ich mir unten noch schnell den Key holen kann. Um die eine Gamma 1 Kiste zu öffnen. Wenn ich Gamma 1 lacke ich mir mal mehr rein. Und so haben wir jetzt halt auch dann genau 25 Kisten geöffnet, eine gerade Zahl und und das ist noch nicht das halbwegs gut, das kommt in... Okay. Ja, ich hab gesagt, ich lag da halt mir rein. Das ist jetzt auch nichts Besonderes, aber sie ist Whirlwind wahrscheinlich wieder retestet. Retestet, ja. Aber wie gesagt, bei Gamma 1 lag ich halt mehr rein als Gamma 2. Du bist nur Code und dann halt... Auto, Taco, Taco. Gucken, was die so wert ist. Ja, 1,30 in etwa. Kurz einen Trade-Up machen. Nicht untersuchen, Trade.
Das ist jetzt eigentlich. Ja, egal. Das ist doch alles nur Blue. Da muss ich jetzt noch eine Magic Box machen. Und gleich den nächsten. Was ist da los? Kenne ich eigentlich so noch gar nicht. Finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Spielen wir ihn trotzdem nicht. Geht sich da noch einer aus? Nicht untersuchen. Raid-up machen. Ist auch Battle Games und Vater. Was, die Sweet? Und sieht aus wie ein Stück Scheiße. Und wir filmen ein Screen, na gut. Scheiß drauf. Ja, dann sage ich auch gleich, das war's wieder mal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es jetzt ja ein random Video war, nichts Besonderes in dem Sinne, aber wie gesagt, hatte jetzt keine Zeit durch Fieber Stream und mir geht's halt jetzt gesundheitlich, bin ich etwas angeschlagen. Aber ja, ich würde mich trotzdem über einen Daumen nach oben freuen oder über ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.